Tierfreundinnen und Tierfreunde. Heute stellen wir wieder zwei Ausreißer vor, die auf diesem Weg von ihren Besitzern erkannt werden sollen. Den Anfang macht eine sehr schöne und gepflegte Schildblattkatzendame. Sie wurde am 4. Februar zu Eichenoa gebracht. Seit dem 31. Januar hielt sie sich am Hermannsstein in Schnepfenthal auf und ging nicht wieder weg. Da der dort lebende Hund und das Kätzchen gar nicht harmonierten, wurde die Katze zu ihrer Sicherheit ins Tierheim gebracht. Tierheimleiterin Katrin Mattes ist der Meinung, dass die schöne Schildblattkatzendame ein Zuhause hat und keine reine Wohnungskatze ist. Außerdem soll heute ein gestrandeter schwarzer Kater vorgestellt werden. Er hat in Ortruf im Laichfeld bei einer Hausbewohnerin den Balkon besetzt und nicht wieder geräumt. Vielleicht hätte er da noch eine Weile wohnen dürfen, aber die Dame ist umgezogen und wollte den Hauspiraten bei den Temperaturen nicht seinem Schicksal überlassen. Deshalb sitzt auch er nun etwas mürrisch in Gefangenschaft. Er wird auf ungefähr 12 Jahre geschätzt und ist auch schon kastriert. Ist ihm jemand zu aufdringlich und er fühlt sich bedrängt, zeigt er deutlich, dass ihm das nicht gefällt. Solch ältere Katzen haben manchmal durchaus einen starken, eigenwilligen Charakter. Vielleicht wird dieser Chef in seinem regulären Zuhause schon lange wieder erwartet. Sollte das nicht der Fall sein, sucht er ein neues Revier mit Freigang und ohne andere Artgenossen, die mag er nämlich nicht. Man ist ja schließlich der Chef und dem gehören natürlich alle Mäuse im Revier. Es gibt ja auch immer wieder Katzenfreunde, die gerade das Individuelle an den Stubentigern lieben.